Herzlich willkommen zu unserem Kurs GUI Programmieren mit Python. Mein Name ist Frederik Weitz und ich führe euch durch diesen Kurs. Wir hatten beim letzten Mal damit angefangen, uns Radio-Buttons in den Bildschirm zu setzen und damit wollen wir jetzt weitermachen. So, und der Radio-Button, das ist eine ganz wichtige Sache, zum Beispiel bei Multiple-Choice-Fragen. So. Den Konstruktor haben wir uns angesehen, so den werden wir jetzt noch erweitern. Vorher müssen wir uns aber eine andere Sache ansehen, eine wichtige Sache für den Radio-Button, nämlich die sogenannten TK-Inter-Variablen. Und davon gibt es drei Stück und wir werden uns erstmal nur eine ansehen und wie die in Aktion aussieht. So, und da gehen wir jetzt erstmal hier in unser Programm hinein. So, hier sind wir. Genau, das wollen wir haben. So. Und bevor wir den Radio-Button definieren, müssen wir uns jetzt unsere Variablen für den Radio oder unsere Variable, wir brauchen nur eine für den Radio-Button, definieren. Und in diese Variable kommt dann der Wert hinein, den Value, den wir hier definiert haben. So, dazu mache ich erstmal eine Variable und da rufe ich jetzt einen Konstruktor auf und zwar int var. Das ist eine der Variablen von tkinter. Die kann ich nicht ganz direkt ansteuern, also ich kann nicht sagen, so int var. Da hole ich mir jetzt den Wert raus, indem ich das irgendwo einsetze, sondern da gibt es eine spezielle Methode und ich kann auch nicht einfach der einen Wert zuweisen, wie zum Beispiel int var ist gleich 7. Da würde der mir einen Fehler machen, sondern ich muss das folgendermaßen machen, oder icon, muss ich ja eigentlich hinschreiben, muss das folgendermaßen machen. Ich muss einen Setter aufrufen. Set und dann gebe ich 0 an. Und damit habe ich der Variable Icon oder Icon habe ich den Wert 0 zugewiesen. So, schöne Sache, kann man sich sagen, aber wozu brauchen wir das? So, wir binden alle Radio-Buttons an die gleiche Variable. Das mache ich, indem ich hier die Option Variable aufrufe und dann meine Variable hinten reinschreibe. Hier kann ich keinen normalen Integer reinschreiben, obwohl das wahnsinnig bequem wäre, aber das funktioniert nicht, sondern ich muss tatsächlich eine Integer-Variable, wie sie im Modul tkinter definiert wurde, die muss ich hier hinten reinsetzen. Dasselbe gibt es auch für String und für Double, also für Fließkommazahlen. Da müsste ich dann hier statt int var müsste ich String einsetzen oder eben Double. Aber das ist für unsere Funktion hier nicht tauglich. Ich brauche einfach nur die Zahl. So, die Variable, diese Option, die kopiere ich mir jetzt und setze die überall hinein. Und darüber kann ich erst den Wert abfragen. Also der Wert wird nicht direkt irgendwie durch einen Rückruf mir gegeben, sondern ich setze, sobald ich das Radio-Button anklicke, setze ich das in die Variable Icon hinein, den Wert. Und darüber kann ich mir dann den Wert auch holen. So, ich speichere das Ganze ab. Und eine Sache werden wir gleich auch sehen, dadurch, dass ich die Variable angebunden habe. Am Anfang, beim letzten Mal, habt ihr gesehen, waren hier alle Radio-Buttons ausgewählt. Und erst nachdem ich einen angeklickt habe, ist der dann, sind die anderen Auswahlen verschwunden. Dieser Fehler taucht jetzt nicht mehr auf. Und das liegt einfach daran, dass ich am Anfang hier der Variable schon einen Wert zugewiesen habe und habe gesagt, tu so, als sei
der Radio-Button 0 bereits geklickt worden. So. Und das funktioniert alles gut. Das Bild wechselt noch nicht. Das müssen wir dann gleich machen, wenn wir den Command-Button noch einführen. So. Aber das war es jetzt erstmal. Achtet bitte darauf, dass wenn es gibt häufiger die Variable als Option. Und das ist sehr bequem, um verschiedene Sachen aneinander zu binden, verschiedene Widgets. Aber das kann ich eben, wie gesagt, nicht mit den normalen Datentypen machen, sondern ich brauche diese speziellen von tkinter. Gut, so, das war's erstmal für diesmal. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte einmal einen Daumen hoch. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder und dann geben wir den ganzen Radio-Buttons ihre Funktionalität. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit.